Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen einen Online-Service vorstellen, der Ihnen 1 GB Platz im Internet anbietet. Ähnlich wie in der ersten Folge brauchen wir auch hier eine Software, die uns das Handling mit dem Service ermöglicht. Das heißt, wir starten unseren Standardbrowser und befragen unsere Standardsuchmaschine nach dem Service namens Voila. Klicken wir auf die Suche und wir sollten finden voila.com, der Online-Speicher. Klicken wir drauf. Wir klicken auf den Startbutton, vorausgesetzt wir haben Java installiert. Installiert sich die Software dann von alleine. Von da an haben wir ein Icon im Systemtray und wir müssen uns über die Software beim ersten Mal einen Account anlegen. Danach sieht unser Interface dann so aus. Wir können uns natürlich einen Namen geben und wir können uns ein kleines Icon verpassen. Dabei ist das Arbeiten mit Voila denkbar einfach, das Prinzip dahinter allerdings furchtbar kompliziert. Fangen wir erstmal mit dem Arbeiten. Wir haben hier unser Interface und wir können hier ganz problemlos neue Ordner erstellen über rechte Maustaste und dann das entsprechende Kontextmenü. Erstellen wir mal einen neuen Ordner. Sample Video. So, und schon erscheint er hier. So, wenn wir einen Ordner öffnen wollen, klicken wir einfach drauf und schon sind wir in dem entsprechenden Ordner, sehen wir dann hier. So, um da eine Datei auf unseren Internetspeicher zu kopieren, brauchen wir ganz einfach nur die entsprechende Datei zu nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses klappe.png und lasse es einfach reinfallen. Schon wird es hochkopiert. Dabei bietet uns auch Voila an, auf dieses Interface hier streng genommen verzichten zu können, indem wir es einfach beenden. Denn solange das Icon hier oben aktiv ist, das heißt Voila im Hintergrund mitläuft, können wir auch ganz normal über den Explorer auf Voila zugreifen. Hier als eigenes Laufwerk mit dem sinnigen Buchstaben W. Klicken wir einfach drauf. Schon haben wir hier ein Unterverzeichnis mit dem entsprechenden Accountnamen. Das Voila-Verzeichnis darunter ist das öffentliche Verzeichnis. Ich klicke hier also in meinen Semper-Video-Account. Dann habe ich hier die entsprechenden Ordner. Da ist auch der von mir selbst neu angelegte Semper-Video-Ordner. Klicken wir da drauf und schon sehen wir hier die Bilder, die vorhanden sind. In diesem Fall eben nur das eine. Abschließend noch ein Wort zum Prinzip, das hinter Voila steht. Wie gesagt, bekommt jeder mit einem neuen Account 1 GB Space. Natürlich kann man sich mehr erkaufen, aber man kann sich auch mehr ertauschen. Das heißt, ich bekomme mehr Online-Speicherplatz, wenn ich Voila einen Teil meiner eigenen Festplatte zur Verfügung stelle. Daran kann man dann sehr schön erkennen, dass der komplette Internet-Space nicht zwingend bei Voila liegen muss, sondern sich eher aus der Summe der freigegebenen Festplatten der einzelnen Mitglieder ergibt. Hier kommt also ein P2P-Prinzip zum Tragen, nicht unähnlich dem von den beliebten Tauschbörsen. Natürlich darf es dabei nicht passieren, dass ein User einfach offline geht und ich dann nicht mehr an meine Daten komme. Wer weiteren Space ertauscht, muss mindestens 4 Stunden am Tag online sein. Und da man sich zwingend anmelden muss, kann Voila dies natürlich auch leicht überprüfen. Trotzdem muss das Prinzip natürlich eine gewisse Redundanz aufweisen. Das heißt, die Datei, die ich jetzt hier hochgeladen habe, also dieses klappe.png, die liegt nicht auf einem oder zwei Rechnern, sondern die wurde zum Beispiel in 100 kleine Scheiben zerschnitten. Und diese Scheiben werden dann auf 1000 verschiedene Rechner hochgeladen, sodass die Grafik am Ende durchaus 10-mal im Voila-Netzwerk vorhanden ist. So müssten dann schon eine Menge Rechner gleichzeitig offline sein, sodass ich nicht mehr an meine Datei herankomme. Und der Voila-Server hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als genau das zu prüfen, um dann in dem Moment, wo er merkt, dass, sage ich jetzt mal, die Redundanz immer mehr abnimmt, entsprechend einzuspringen und neue Kopien anzufertigen. Also wie gesagt, sehr interessant, sollten Sie sich nicht entgehen lassen und in dem nächsten Beitrag gehen wir dann auf weitere sinnvolle Feature ein, die Voila sonst noch zu bieten hat. Okay.